Leute, das Let's Show geht weiter. Wir machen mit Völkerball. Völkerball, ein Match kann ziemlich kurz gehen, deswegen werde ich vielleicht jetzt hier doch Völkerball, komm, nehmen wir nochmal Bowser Jr. Hier der Kaktus, der hat halt eine richtig heftige Geschwindigkeit, aber wir machen mal Zufall und kriegen die beiden. Ja, Völkerball, wenn man es drauf hat, kann das ziemlich kurz dauern. Und das ist halt ziemlich geil dann. Deswegen mache ich mit euch vielleicht heute, zeige ich euch jeweils den Party-Modus. Kommt drauf an, wenn es unter 5 Minuten ist, mache ich das noch. Wenn es über 5 Minuten ist, was wahrscheinlich so ist, nicht. Ja, Bowser Jr. Also hier ist das so, wie ihr es auch aus dem Sportunterricht kennt, spielt man ja meistens auch. Also das jetzt halt so nicht. Man muss halt den Ball kriegen und den anderen dann abwerfen. Ihr könnt euch so verteilen, wenn ihr nach vorne lauft. Ja genau, so. Also mit Schütteln wirft man, mit Schütteln weicht man hier auch aus. Und man hat ja auch eine Strohtruppe. Wenn ihr über das Spiel verläuft, springt ihr. Und habt eben gesehen, ich habe so... Ach ja, genau. Werfen auf mich. Mit A springt man, falls er halt den hier macht, eben zur Strohpuppe. Kann man halt auch mit A machen. Und halt auch wieder zurück. Ja, muss halt auch klappen. Und ja genau, mit A, B gleichzeitig kann man fangen, muss man halt auch im richtigen Teil machen. Und wenn ich halt so, habt ihr gerade gesehen, so kling, wenn ich halt von hinten nach vorne laufe, dann werfe ich halt Dollar und ja, er schießt den halt. Und so, ich habe jetzt Diddy Kong komplett getroffen, aber da Luigi ihn gefangen hat, gilt das halt nicht. Und kommen wir auch Luigi jetzt mal raus. Die kann man auch nicht fangen, da muss man halt nur mit Schütteln ausweichen und hoffen, dass man nicht getroffen wird. Ja, jetzt kann er halt auch so, wie man wie es jeder kennt, wenn Luigi mich jetzt trifft, kommt er wieder rein. Gibt es auch einen Special Move. Der von ihm ist eigentlich ganz lustig. Weil entweder man kommt auf die Farbe und rutscht dann so und ist halt viel leichter zu treffen und man stellt sich in die Ecke und kommt dann da halt auch nicht mehr so schnell weg. Und ja. Bam. So, er ist schon draußen, erste Halbzeit ist rum. Es gibt auch ein 3-Minuten-Limit, wer dann halt am meisten, nach den 3 Minuten am meisten Leben verloren hat, hat halt auch die erste Halbzeit verloren. Und der hat auch, das schaffen wir unter 5 Minuten. Das ist wirklich das kürzeste Spiel, also auch wenn ihr ein Turnier macht, ist es halt auch das kürzeste Turnier. Und ja, also mit A, B schüttelt ihr, also mit A, B fangt ihr und mit A, B, wenn ihr den Ball habt, macht ihr den Special Move. Hier zum Anfang müsst ihr halt die Remote hoch machen und halt dann den Ball kriegen. Jetzt hat er ihn leider bekommen. Und, ach ja, genau, wenn man irgendein Steuerkreuzchen schüttelt, dann täuscht er so an. Das heißt, man kann so machen und dann doch richtig schütteln. Und, ja. Und frisst das, Lulu. Ja, also, ich kann halt auch den Ball, wenn er jetzt getroffen wird, hier so fangen. Und wenn man, wenn ich jetzt, man kann ja auch springen, habt ihr auch gesehen. Ich kann jetzt ja so springen. Und wenn jetzt Diddy Kong mich abwirft, dann, oh fuck, weg da, dann kann ich den Ball nicht fangen. Auf seiner Hälfte kann ich den Ball nicht fangen, dann muss ich ausweichen. Ja, und seht ihr, jetzt ist er hingefallen, hätte ich schnell den Ball wiederbekommen, hätte ich ihn nochmal abwerfen können. Also, es ist jetzt nicht wirklich das Schwierigste. Hier, denn unser Special Move ist jetzt auch ziemlich geil. Ja, ich habe 3 Würfe, habe 2-mal getroffen, sind raus, das Spiel ist vorbei, wir haben gewonnen. Ja. Ja, ich mache jetzt einen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich bei dem Party-Modus wieder. Bis gleich. Tschö. Da Völkerball so kurz war, machen wir jetzt noch den Party-Modus. Hier gibt es einmal Fütterungszeit. Das ist der Basketball-Party-Modus. Komm, wir nehmen einfach irgendwelche, weil das ich auch. Ja, komm, mach leicht, ich kann das also nicht. Hier kann man sich halt auch sowas auswählen. Wir nehmen einfach mal hier in den Dates Garten. Und da kommen halt, da ist halt eine riesen Piranha-Pflanze, die man halt füttern muss. Von oben kommen Früchte und die muss man halt so, indem man hochspringt, nehmen und dann werfen. Halt auf den, als wenn der Mund von der Piranha-Pflanze auf ist. Hier kann man halt keinen Special Move einsetzen. Aber wenn ihr seht, zum Beispiel, sie haben, ja, wenn das da unten so pink ist, dann müsst ihr da runter halt hochspringen. Scheiße.
Aber irgendwie kommt der gar nichts runter. Doch hier. Man kann halt auch so abwehren, was Mario jetzt versucht hat für sein eigenes. Achso, hier sind alle gegen alle. Aber ich möchte das nur zeigen, das ist doch mal eins meiner Hassspiele. Ich hasse das halt, wenn die das machen. Komm, triff! Oh, verdammt! Ja, man kann den halt auch nicht wiederholen. Wenn der einmal nicht getroffen hat, ist der halt die Frucht dann halt auch weg. Es ist halt auch eine miese Taktik, ihr müsst am Anfang einmal reinmachen. Und dann halt immer abwehren, das ist halt auch ziemlich mies. Oh, ich bin mit Waluigi auf der gleichen Wellenlänge. Oh, komm schon, der war! Ja, gut gemacht, Mario. Danke schön, dass du deinen eigenen Teamkollegen... Aha, das ist mein... Oh, Alter! Ja, doch, man kann hier mit... Ah, diese Bonuszeit. Jetzt fliegt hier alles runter. Und man kann Melonen kriegen. Die Melonen machen halt richtig Punkte. Ich glaube, die geben sogar 50. Also, wenn man kann hier halt auch richtig skillen, aber das kann man auch nicht im Internetmodus spielen. Was ich ziemlich schade finde, weil es gibt viele, die das mögen. Man kann hier natürlich auch ein Duncan machen, aber hier ist es auch egal, ob ihr ein Duncan macht oder nicht. Mario, nein. Oh, gut. Oh shit. Nein, den machst du da bitte nicht rein. Weil der gibt 50 Punkte. Wie schon gesagt, das ist mein Hassbonus-Spiel. Triff! Alter, wieso triffst du denn nicht? Ja, ich werde jetzt zu jedem cutten. Das geht, glaube ich, auch immer nur eine, drei Minuten. Wird jetzt halt etwas längerer Part, aber darauf können wir eigentlich auch verzichten. Komm, Melone, nochmal runter. Und ich habe sogar gewonnen. Nochmal in der letzten Sekunde. Oh, mein Teamkollege hat ziemlich verschissen. Aber der Ninja hat gewonnen. Innerhalb von 3 Minuten 20. Und ja, sehen wir uns beim nächsten. Nicht nächsten Part, nächsten Bonusteil gedöns. Bis dann, Leute. Also bis gleich. Tschö. Wir machen jetzt den Völkerbrawl, das ist der Alter. Wieso geht das jetzt nicht? Doch, jetzt geht's. Da muss man halt den Bomben ausweichen. Man hat wie beim Völkerball eine Lebensanzeige. Ich bin natürlich wieder der Ninja, den nehmen wir jetzt auch immer. Und man muss halt, hier werden halt die Bomben geschossen, man muss sie ausweichen. Wenn welche rot blinken, explodieren sie sofort. Einige liegen auf dem Boden, dann kann man sie durchschütteln. Oder, nee, durch A. Dann so weg, machen auf die anderen. Und man darf halt nicht getroffen werden, man sieht halt auch, wo sie landen. Das ist sogar eins meiner Lieblingsteile, weil hier muss man echt so gut wie nichts machen. Hier kommen später auch, glaube ich, wenn man das auch schwer spielt, auch noch grüne Bomben. Die landen dann und verfolgen dich. Und hier, die kann man jetzt so wegwirbeln. Und damit habe ich dann Mario getroffen. Oh shit. Ja, das ist der Völker. Ich glaube, der geht auch sogar. Na, okay, nicht mit am schnellsten. Und den kriegt ihr hier ab. Oh shit. Wario ist schon mal gleich drauf. Oh, scheiße, ich wurde getroffen. Trotzdem bin ich noch Erster, was ich ziemlich geil finde. Komm schon, Wario muss nur noch einmal getroffen werden. Ah, oh, scheiße, jetzt ist der DK. Scheiße, jetzt haben wir alle getroffen. Aber DK ist immer noch Erster. Scheiße, wo bin ich? Da bin ich. Na, ja, okay, ja, jetzt wurde ich nochmal von Donkey Kong getroffen. Die Großen hauen halt auch nochmal richtig rein. Ja, also man kann auch ziemlich schnell verlieren. Und ja, dann sehen wir uns gleich bei dem Volleyball-Party-Modus. Bis gleich. Ja, Leute, wir machen jetzt den Volleyball-Dingens. Ja, hier können wir uns eine Melodie aussuchen, kommen wir in den Ozean-Klassiker. Und hier muss man, indem man schüttelt, einige hier so Bälle annehmen. Und wer hat die, für jeden Ball gibt es halt... Also man muss seinen eigenen immer annehmen. Ich krieg, glaube ich, jetzt immer den blauen. Ja, da kommen halt blaue raus, die muss ich annehmen. Bunte kann jeder annehmen. Und diese Stachelkugel halt nicht. Die muss jetzt Toad annehmen. Und das ist auch etwas, was wir alle zusammen spielen.
dafür dürfen wir halt einfach nur nicht zu oft verkacken. Und hier gibt es halt auch keine Zeitbegrenzung, man muss halt einfach nur immer halt gut annehmen. Und es wird halt auch mit der Zeit schneller. Jetzt geht's los. Man kann da auch rechts hin, gleich kommt ein bunter, den können dann halt auch alle annehmen. Und da gibt es halt nochmal 50 Punkte extra. Ihr seht auch oben rechts in der Ecke, man kann hier 1000 Punkte erreichen. Ich hoffe, wir erreichen 1000, weil habe ich das schon mal erreicht. Scheiße. Oh, perfekt. Ja, also hier geht es mal nicht gegeneinander, deswegen mag ich das am liebsten. Ja, jetzt sehen wir, kommt gleich eine Stachelkugel. Das ist dann halt schwarz, davon sollte man sich echt nicht treffen lassen. Mit Schwarzmagier ist man ja auch ein bisschen OP, weil er kann, glaube ich, seine Rettungsattacke, oh fuck, fast treffen lassen. Dann bin ich mal wieder dran. Hier, nehmt an, Leute, und nicht treffen lassen. Ich habe bis jetzt keinen Fehler gemacht, ne, also sie sollen sich mal nicht beschweren. Jo, das war doch jetzt mal richtig nice. Hier muss man sich auch ein bisschen konzentrieren, immer seinen eigenen zu finden. Das ist auf die Dauer ein bisschen anstrengend. Echt, Weißmagierin, nehm mal an. Also, es ist jetzt auch nicht wirklich so schwer, wenn man es öfter gespielt hat wie ich, weil ich spiele oft die Volleyballturniere, weil es mein eindeutiges Lieblingsspiel ist. Im ersten Part habt ihr auch gesehen, das habe ich schon 109 Mal gespielt. Ach ja, was ich noch sagen wollte, wenn man in einer Kategorie den... Cool, geschafft. Wenn man in einer Kategorie einen Charakter, den Bonus-Charakter, zum Beispiel Ninja, 20 Mal nimmt, kriegt man halt den weißen Ninja. Und bei der Weißmagierin halt die weiße Weißmagierin, die ist halt noch weißer. Und der Schwarzmagier wird dann rot und so. Und ja, das war der... Oh, cool, neuer Rekord. Das war der Volleyball-Party-Modus. Und jetzt nehmen wir noch einmal den... Was bleibt noch über? Hockey-Party-Modus. Bis gleich, Leute. Wir machen jetzt Hitzkopf-Hockey, den Hockey-Party-Modus. Wir nehmen einfach mal das Sorbet leer. Und man darf halt... Ich weiß nicht, ob man, wenn man runterfliegt, sofort raus ist. Ich glaube, da verliert man auch nur das Leben. Und ja, es geht halt darum, den anderen dann Leben abzuzocken. Man kann sich, ich glaube, mit dem Special-Schlag, also Z... Und so halt, ja genau, man verliert Punkte. So, und dann müsst ihr den anderen halt raushauen. Man kann es halt entweder durchschütteln oder durch den Powerschlag. Lass mich, Wario! Und wenn man halt einen mit einem Powerschlag trifft, geht der halt auch ziemlich schnell raus. Oh Mann, das ist echt heftig. Das kann halt auch unendlich lange dauern. Nee, doch nicht. Man hat auch nur wieder 1,30 Zeit. Ja, ihr müsst halt auch mal versuchen, einen damit zu treffen, weil der ist dann fast sofort raus. Oh, was hat Julia so? Und Luigi ist schon wieder raus. Ja, er hat mich jetzt mit einem Superschlag getroffen, habt ihr gesehen. Bin ich ziemlich schnell raus. Nice. Kommt schon. Ja, nach einer Zeit gehen die Comic-Gegner halt auch schon wieder ziemlich doll ab. Echt, ey, geh mal Bahn, Luigi. Wer ist denn erster? Oh, der Fette? Wieso denn der Fette? Oh, Luigi muss hier voller Meister einstecken. Komm, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Und natürlich habe ich wieder gewonnen. Eindeutig gesiegt. Wenn man einen rausholt, kriegt man Punkte. Habe ich wohl öfter gemacht und bin nicht so oft runtergeworfen. Nur noch einmal. Und ja, damit ist der Völkerball-Part beendet. Der jetzt, glaube ich, doch ein bisschen länger wurde. Aber ich hoffe, ihr habt den bis zu Ende geguckt. Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Dann bin ich froh darüber. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Volleyball. Bis dann und ciao.